Der folgende Filmclip vermittelt, dass der Schulsport sich an bestehenden Sportstrukturen des Behindertensports orientieren kann. Es liegen Regelwerke und Vergleichbarkeiten der Leistungen vor und Anregungen findet ihr direkt beim Behindertensportverband Niedersachsen. Inwiefern es motiviert, Kinder mit und ohne Behinderung gemeinsam zu unterrichten? Das ist eine sehr wertvolle Erfahrung, sowohl für mich persönlich als erwachsene Menschen, als auch für die Kinder. Ein Kind in unserer Klasse hat das im ersten Schuljahr mal gut gesagt. Er sagte, wir müssen die behinderten Kinder erstmal kennenlernen. Wir kennen ja nie solche Kinder. Und das stimmt ja auch. Im normalen Alltag haben solche Kinder oder haben gesunde Kinder selten Kontakt mit behinderten Kindern. Und das ist eine sehr große Bereicherung. Ja, außerunterrichtliche Schulsportveranstaltungen sind ein sehr wichtiger Bestandteil für den Schulsport. Als Beispiel ist Bundesjugendspiele, Jugend trainiert für Olympia, Jugend trainiert für Paralympics, aber eben auch so eine Veranstaltung wie heute, der Sportivationstag. Neben ja, der Freude an der Bewegung und am gemeinsamen Sport machen ist vor allen Dingen auch die Fairness, Toleranz und auch die Leistungsbereitschaft sind wichtige Werte im Sport, die auch im Schulsport vermittelt werden sollen. Und außerunterrichtliche Schulsportveranstaltungen eignen sich hierfür besonders gut. Also der Sportunterricht generell soll erstmal aufzeigen, welche Möglichkeiten man als Kind hat, Sport zu treiben. Und der inklusive Sportunterricht soll dann auch nochmal aufzeigen, wie Kinder mit Behinderungen die Möglichkeit haben, in den Sport integriert zu werden. Das soll nicht nur in der Schule passieren, sondern das soll auch, der Sportunterricht soll auch ein Angebot schaffen, dass die Schüler Sportarten kennenlernen, damit sie dann zum Beispiel in Sportvereinen weiterführend Sport führen können.